Willkommen zu unserem Weltspezial. Wir blicken auf die Waldbrände in Europa, denn es gibt gute Nachrichten. Erstmals seit fast einer Woche wird eine leichte Entspannung vor allem in den griechischen Waldbrandgebieten gemeldet. In allen Landesteilen konnten die Brände unter Kontrolle gebracht werden, wie mehrere Reporter griechischer Medien berichten. Zahlreiche Löschhubschrauber und Flugzeuge waren den achten Tag in Folge im Einsatz. Und sind es natürlich auch immer noch, denn wegen der Hitze, heute werden bis zu 47 Grad erwartet, bleibt die Brandgefahr natürlich extrem hoch. Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen dann etwas sinken, aber da alles extrem ausgetrocknet ist, können bereits kleine Brände besonders große Dimensionen annehmen. Aber insgesamt, Südeuropa kämpft schon lange gegen die Hitze und gegen Brände. Wir wollen uns einmal einen Überblick verschaffen. Auch in Portugal, Kroatien und auf Sizilien wüten die Waldbrände, genauso wie in der Türkei, Algerien und Tunesien. Und unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist weiterhin für uns auf Rhodos. Und Steffen, ich glaube, man sieht hinter dir relativ deutlich, dass man sich wahrscheinlich freuen darf über diese leichte Entspannung im Sinne von, die Flammen sind unter Kontrolle. Aber zu sehr freuen kann man sich ganz offensichtlich nicht. Ja, also es gibt hier keine Entwarnung, das mit Sicherheit nicht. Und das liegt ganz einfach an der Situation, die wir hier auch wieder jetzt hinter uns sehen. Wir sind ungefähr 7 Kilometer von der Küste entfernt und diese Brände hier im Hintergrund, die toben jetzt auch schon wieder seit knapp 2 Stunden, haben sich teilweise ausgebreitet und tatsächlich auf einer größeren Breite sehen wir jetzt hier die Flammen. Das Gute ist, wenn man so will, ist, dass das von den Siedlungen relativ weit entfernt ist, also auch von dem Standort, wo wir jetzt sind. Ich würde sagen, Luftlinie ist das ein guter Kilometer. Der Wind allerdings schiebt die Flammen eher in die andere Richtung und teilweise ist es auch so, dass die Hänge hier schon komplett abgebrannt sind, sodass da kaum Nährstoff für die Flammen ist. Die Feuerwehrleute, mit denen wir heute hier gesprochen haben, die haben auch gesagt, wir sind jetzt deutlich optimistischer, weil auch der Wind extrem nachgelassen hat. Ganz anders als gestern, als der Wind immer noch extremst böig war. Das ist heute tatsächlich nicht mehr der Fall. Das heißt aber nicht, dass die Gefahr komplett gebannt ist. Es sind weiterhin Löschflugzeuge und Löschhelikopter im Einsatz. Ein freiwilliger Helfer hat uns gesagt, dass er davon ausgeht, dass man mindestens noch 2 Wochen Nachsorge sozusagen betreiben muss. Das heißt, immer wieder dann, wenn neues Feuer ausbricht, schnell auch mit Einsatzwagen, mit Löschflugzeugen an Ort und Stelle sein muss, damit man das wirklich komplett löscht. Also insofern, selbst wenn man jetzt sagt, es ist ansatzweise unter Kontrolle, was wir hier auf Rhodos erleben, dann ist es ruhiger, aber eben noch nicht so, dass man sagen kann, okay, Job erledigt. Steffen, dann vielen Dank für den Moment, für diesen Ausblick. Also die Situation bleibt äußerst angespannt. Auf Rhodos sind auch tausende freiwillige Helfer aus allen Regionen der Insel in die Brandregionen gekommen. Dazu kommt natürlich auch die zahlreiche Unterstützung aus dem Ausland. Die meisten Touristen sind mittlerweile wieder nach Hause abgereist, aber die Einheimischen, sie stehen nun vor den Trümmern ihrer Existenz. Ein Überblick von Christoph Hipp. Ein Ferienparadies in Trümmern. In Kiotari im Südosten von Rhodos hat das Feuer von diesem Reiterhof nur wenig übrig gelassen. Dort, wo Urlauber einst Ausflüge machten, liegen nun verbrannte Tierkadaver. Der Besitzer des Hofs ist verzweifelt. Ich habe mein Leben verloren. Mir geht es nicht um das Geld, sondern um mein Leben. Denn hier war mein Leben. Und jetzt haben wir nichts mehr. Die meisten Urlauber sind inzwischen in ihren Heimatländern und die Feuer größtenteils unter Kontrolle. Unter anderem mit Löschflugzeugen gelang es der Feuerwehr, so wie hier beim Dorf Gnadi, die Brände in den Griff zu kriegen. Für die Piloten eine lebensgefährliche Aufgabe. So war erst gestern auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa dieses Löschflugzeug abgestürzt. Beide Crewmitglieder kamen dabei ums Leben. Unterdessen gibt auch die ebenfalls bei Touristen beliebte Ferieninsel Korfu Entwarnung. 3 Dörfer mussten hier evakuiert werden. Einheimische und Touristen waren gleichermaßen auf der Flucht. Dort hinten ist noch eine Frau aus Deutschland, die wir jetzt informieren werden. Wir achten sehr darauf, dass die Gäste wissen, was vor sich geht. Die Frage ist aber, warum keine Flugzeuge herkommen, um die Feuer zu löschen.
Neben tausenden Freiwilligen bekamen die griechischen Feuerwehren auch Unterstützung aus dem Ausland. So wie hier Serbien schickten unter anderem 10 EU-Staaten, aber auch die Türkei, Israel und Ägypten Hilfe. Dennoch war der Kampf gegen die Feuer eine Herkulesaufgabe. Und auch bei der Ursache der Katastrophe macht sich Griechenlands Premier keine Illusionen. Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass es angesichts dessen, womit der gesamte Planet konfrontiert ist, insbesondere der Mittelmeerraum, der ein Hotspot des Klimawandels ist, keine Zauberlösung gibt. Wenn es eine gäbe, hätten wir sie natürlich schon eingesetzt. Heute soll die beispiellose Hitzewelle in Griechenland mit über 46 Grad ihr Ende finden. Ab morgen dann sollen die Temperaturen fallen. Auf vergleichsweise milde 35 Grad im Schatten. Manche Menschen haben also alles verloren auf Rhodos, das haben wir gerade gesehen. Aber wir schauen in den Teil nach Rhodos, nämlich in Lindos zu Greta Wagner, wo tatsächlich alles noch ganz normal ist. In dem Moment bricht die Verbindung ab. Wir hoffen, dass wir sie gleich wieder herstellen können. Können wir vielleicht trotzdem die Urlauber, die dort vor Ort sind, hören? Denn unsere Kollegin hat ja die Möglichkeit, mit einigen zu sprechen, die ihren Sommerurlaub genießen, trotz der Rauchschwaden, die da im Hintergrund sind. Es ist sehr schwierig. Wir bleiben aufmerksam und verfolgen die Nachrichtenlage. Und wir haben hier vor Ort Familie, die uns auf dem Laufenden hält. Aber wir fühlen uns schrecklich wegen der betroffenen Menschen hier. Die Leute arbeiten normal und melden sich dann freiwillig, um gegen die Feuer zu kämpfen. Es ist eine schreckliche Situation und es ist schwierig, das hier zu genießen, während andere leiden. Wir sind seit einer Woche hier und fliegen heute Abend wieder nach Hause. Aber nicht wegen der Waldbrände, das war von Anfang an so geplant. Wir haben in Rhodos Stadt übernachtet und waren von den Feuern eigentlich kaum betroffen. Nur Stromausfälle gab es ungefähr einmal am Tag. A power outage about one hour every day. We are far away from here. Wir sind hier am Strand relativ weit weg von den Feuern und fühlen uns deshalb sicher. Aber auch wenn wir hier im Urlaub sind, macht uns die Situation traurig, weil wir wissen, dass auf dieser tollen Insel Waldbrände wüten. Unsere Gedanken sind bei den Freiwilligen. Und jetzt schauen wir zu Greta Wagner. Greta, wir haben schon ein paar Impressionen bekommen von den Menschen, mit denen du sprechen konntest. Aber kriegt man denn dort, wo du gerade stehst, wirklich gar nichts mit von den Bränden? Also hier, wo ich jetzt stehe, das ist hier wirklich Urlaub unter besonderen Umständen. Das muss man ganz klar so sagen, weil auch vorhin vor unserer Schalte ist hier ein Löschflugzeug ganz nah über diesen Strand drüber geflogen. Also man bekommt es schon mit. Es ist ja auch nur 30 Minuten von hier entfernt, das Feuer. Es ist ganz nah, aber die Urlauber hier sind trotzdem entspannt. Und ja, für viele ist es auch, dass diese Waldbrände hier auf dieser Insel wüten, ja so ein kleines, Highlight ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sie gucken es sich eben an. Und man kann auch immer, wenn man selber hier über die Insel fährt, sieht man immer wieder so Spots, wo man gut drüber gucken kann, wo viele anhalten, das filmen. Und ja, das macht ihren Urlaub halt auch dann irgendwo besonders, aber natürlich unter einem eigentlich total falschen Bild. Das muss man ganz klar so sagen. Und trotzdem fühlen sich die Menschen hier gerade am Strand sicher. Ich gehe einmal aus dem Bild, man kann es, glaube ich, ganz gut sehen. Hier ist ganz normales Urlaubsfeeling. Es wird geschwommen, es wird sich gebräunt, man kann sich hier Boote ausleihen. Und das an einem Strand, der eigentlich vor 3 Tagen noch evakuiert wurde. Hier sind Menschen hingekommen, um hier in Boote zu steigen, um eben dann von diesen Booten in Sicherheit gebracht zu werden. Also ja, man kann hier Urlaub machen, aber man muss sich wirklich immer klar machen, unter welchen Umständen das hier geht. Greta, danke schön für diese Eindrücke. Sicherlich Umstände, die nicht für jeden etwas sind. Wir möchten deswegen sprechen mit Kai Rodegra, der Anwalt für Reiserecht ist. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Man muss es nämlich so sagen, ich glaube, vielen wäre es jetzt nicht recht, da am Strand zu liegen. Die Angst wäre zu groß oder doch das mulmige Gefühl, wie es ist, in so einer Region Urlaub zu machen. Jetzt gibt es heute die Meldung, dass die Flammen aktuell unter Kontrolle sind, aber noch lange keine Entwarnung. Was bedeutet das für mich, wenn ich entscheide, ich will da jetzt einfach keinen Urlaub machen, aber ich habe eben schon gebucht?
Da kommt es sehr darauf an, wann der Urlaub starten soll. Wer jetzt heute oder morgen nach Rhodos fliegen soll, da sehe ich schon einen Grund, für den Pauschaltouristen kostenfrei stornieren zu können, weil mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, weil die Lage ist noch nicht ganz klar. Wer aber jetzt erst nächste Woche fliegen soll, der muss in der Tat abwarten. Und wenn sich die Lage bis dahin beruhigt, dann gibt es dieses kostenfreie Rücktrittsrecht nicht mehr. Selbst wenn große Teile des Waldes verbrannt sind und allein von der Optik her das alles vielleicht nicht mehr so viel mit Urlaub zu tun hat, das ist aber kein Grund, kostenfrei zurücktreten zu können. Ganz viele Menschen sind inzwischen schon zurückgekehrt nach Deutschland, mussten ihren Urlaub abbrechen, weil ihr Hotel, ihre Unterkunft betroffen war, in den Brandgebieten evakuiert wurden. Diese Menschen, die jetzt zurückgekommen sind und darauf hoffen können, dass sie Geld zurückerstattet bekommen, gibt es da Fristen? Wie viel Geduld müssen die mitunter aufbringen und wie gehen die am besten vor? Ja, die sollten sich jetzt erstmal mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen und nochmal mitteilen, ich bin jetzt wieder zu Hause und folgende Urlaubstage sind für mich ausgefallen, weil ich als Urlauber musste vorzeitig das Hotel verlassen und wurde vorzeitig zurückgeflogen. Und man hat dann einen Anspruch darauf, die Tage, die man vor Ort nicht mehr verbringen konnte, erstattet zu bekommen. Da muss man jetzt aber dem Reiseveranstalter auch ein bisschen Zeit geben. Also man sollte ihn jetzt anschreiben und vielleicht 3 oder 4 Wochen Zeit geben, hier zu regulieren. Denn es sind natürlich viele Anspruchschreiben, die jetzt an die Reiseveranstalter gefertigt werden und die erst dann mal abgearbeitet werden müssen. Der August ist natürlich auch noch Hauptreisesaison. Viele Menschen freuen sich auf den Sommerurlaub, aber wir müssen es immer wieder sagen, die Waldbrandgefahr bleibt in vielen Teilen Europas, vor allem in Süd- und Westeuropa, sehr hoch. Was passiert jetzt, wenn ich was gebucht habe und das Ganze sowieso nicht stattfinden kann? Muss dann beispielsweise mein Reiseveranstalter mir eine Alternative finden oder sitze ich dann plötzlich zu Hause im Sommer? Das kann passieren, dass man zu Hause sitzen bleibt, nämlich dann, wenn es zu einer Gefährdungslage am Urlaubsort kommt oder große Beeinträchtigungen durch Waldbrände zu erwarten sind, dann kann auch der Reiseveranstalter von sich aus den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rechtsfolge ist dann, dass der Reisekunde natürlich den vollständigen Reisepreis erstattet bekommt, aber er kriegt erstens keine Entschädigung für vertane Urlaubszeit und er hat auch keinen Anspruch darauf, dass der Reiseveranstalter ihm einen Ersatz Ziel anbietet. Allerdings machen die Reiseveranstalter das, denn die wollen ja den Kunden behalten. Und darum sollte man dann in den Dialog mit dem Reiseveranstalter treten und sich eben ein anderes Ziel aussuchen. Die Veranstalter reagieren darauf. Herr Rodekra, wie kann ich mich denn als betroffene Person, wenn mein Urlaub abgeblasen wird oder abgebrochen werden muss, absichern? Muss ich da bestimmte Dokumente einreichen? Brauche ich eine offizielle Bestätigung seitens des Hotels, dass es dicht machen musste? Sowas wird es ja sicherlich in dieser Hektik alles nicht geben. Also wie weise ich meine Ansprüche nach? Naja, wenn man gegenüber den Reiseveranstalter vorgeht, der weiß das alles durch die örtlichen Reiseleitungen. Und das Hotel ist ja auch letztendlich der Leistungsträger vom Reiseveranstalter. Die stehen in Kontakt und darum muss man da jetzt nicht großartig Nachweise führen. Der Reiseveranstalter hat ja auch für die meisten seine Urlaube auch schon die vorzeitigen Rückreisen organisiert. Also die ganzen Fakten liegen beim Reiseveranstalter vor. Nur man muss seinem Reiseveranstalter hier ein bisschen Zeit geben, das jetzt auch alles zu regulieren, weil noch ist man ja mit der Abwicklung dieser Reisen vollauf beschäftigt. Sagt Kai Rodekra, Fachanwalt für Reiserecht. Dankeschön für dieses Gespräch und diese Information. Sehr gerne. Man muss es immer wieder sagen, es sind tatsächlich viele Urlaubsländer, die aktuell betroffen sind. Auch Portugal jetzt in einem Naturpark in der Nähe von Lissabon ist ein Feuer ausgebrochen, das dann auch bedrohlich nah an die besiedelte Region rankam. Knisternd geht das trockene Holz in Flammen auf. Das Feuer ist außer Kontrolle. Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde treiben die Flammen vor sich her. Die Feuerwehr ist mit rund 600 Mann und 190 Fahrzeugen im Einsatz, um die Feuersbrunst einzudämmen. In ihrer Verzweiflung stellen sich die Anwohner der Feuerfront mit einfachsten Mitteln entgegen. Die Angst ist groß, dass die Flammen auf die Häuser übergreifen, denn um uns herum sind nur Büsche, sagt diese Anwohnerin. Wir behelfen uns mit Eimern so gut wir können, aber es nützt fast nichts. Das Feuer ist gestern am Spätnachmittag gegen 17 Uhr ausgebrochen, hier im Naturpark Sintra Cascais, westlich von Lissabon, in der Nähe von Alcabidiche.
Die nahegelegene Ortschaft Zambujero wurde inzwischen evakuiert. Denn die Feuerwalze frisst sich aus den Hügeln des Naturparks zu den benachbarten Ortschaften vor. Selbst die, die versuchen, die Region zu verlassen, sind unmittelbar von den Flammen bedroht. Wer sich nicht mehr allein helfen kann, wird von Angehörigen, Freunden oder den Behörden in Sicherheit gebracht. Wir mussten vorsichtshalber einige Einwohner evakuieren, vor allem die Älteren, da sie sich besonders vor dem Feuer fürchten, berichtet der zuständige Bürgermeister. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren Löschhubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz. Sie mussten ihre Flüge über Nacht einstellen, starten erst am Morgen wieder, um die Feuersbrunst aus der Luft zu bekämpfen. Und wir schauen nach Portugal, von dort aus zugeschaltet aus Lissabon, Miguel Szymanski. Wenn wir auf die Situation und die Entwicklungen schauen, gibt es da Entwarnung? Wie angespannt ist die Situation? Ja, hallo. Es gibt Entwarnung dort, wo es bis in die frühen Morgenstunden gebrannt hat. Die Situation dort ist kontrolliert. Es war ein sehr großflächiger Brand. Und weil in der Metropolregion Lissabon standen sehr, sehr viele Mittel zur Verfügung. Also über 100 Löschfahrzeuge, mehr als 600 Feuerwehrleute. Inzwischen ist dieses Feuer kontrolliert, aber soeben vor 5 Minuten flogen über mich 2 Löschflugzeuge drüber, 2 Canadair. Die kamen aus Norden, also hier aus dem 15 bis 20 Kilometer entfernten Waldbrandgebiet und flogen nach Süden. Und im Süden hat es vorhin angefangen zu brennen bei Évora. Im Landesinneren. Also ich spekuliere, dass diese Löschfahrzeuge jetzt dort nach Évora fliegen. Und das, obwohl wir praktisch in einer Sommerfrische sind hier in Portugal. Also die Temperaturen sind kaum an die 30 Grad gekommen in den letzten Wochen, was eher untypisch für diese Jahreszeit ist. Und trotzdem hatten wir diese großflächigen Brände. Es ist nun kontrolliert bei Cascais. Die Leute waren, also die über 3 Millionen Menschen leben in dieser Metropolregion. Sehr viele deutsche Touristen, aber auch sehr viele Deutsche, die dort das ganze Jahr überleben. Und ich habe mitbekommen über die sozialen Netze und Bekannte, wie besorgt man ist, dass man trotz dieser eigentlich niedrigen Temperaturen, wie es zu solchen Bränden kommt. Inzwischen, seit den frühen Morgenstunden, sind aber in drei anderen Stellen in Portugal weitere Waldbrände entstanden, scheinen aber kleiner zu sein, also eine geringere Dimension zu haben. Und auch diese scheinen unter Kontrolle zu sein. Sagt Miguel Szymanski. Dankeschön für diesen aktuellen Stand. Und damit blicken wir auf eine weitere Region, die betroffen ist, Sizilien. Dort gibt es mehrere große Wald- und Flächenbrände. Besonders betroffen ist die Region rund um Palermo im Norden der italienischen Mittelmeerinsel. Die Feuerwehr ist derzeit im Großeinsatz, um die zahlreichen Brände zu bekämpfen. Rund 1500 Menschen wurden in der Gegend in Sicherheit gebracht. Man hat das Gefühl, kaum ein Land, das nicht betroffen ist im Süden und Westen Europas. Meteorologe Alexander Hildebrand bei uns. Guten Tag. Vielen Dank. Die Flächen scheinen doch immens, die nun also betroffen sind. Im Vergleich, ist das noch normal? Also es sind in diesem Jahr schon überdurchschnittlich viele Flächen in den europäischen Ländern abgebrannt. Also es ist schon ein extremes Waldbrandjahr und tatsächlich folgt ja noch ein Waldbrandmonat, nämlich der August. Wir sind ja jetzt Ende Juli. Aber die Statistik zeigt, dass es schon besonders viele Flächen sind in diesem Jahr, die den Flammen zum Opfer gefallen sind. Rund um das Mittelmeer natürlich dieses ganz große Problem, aber eben auch auf der südlichen Mittelmeerseite, auf dem afrikanischen Kontinent. Hier gibt es Berichte, dass es dort auch in Algerien und in Tunesien einzelne Waldbrände gibt. Aber auch in Spanien und Portugal haben wir gerade gehört, aber auch eben im südlichen Italien, auf Sizilien. Dort gibt es einzelne Informationen, dass es dort brennt. Und dann natürlich ganz stark betroffen Griechenland, aber auch Teile der Türkei. Also hier eine extrem große Hitze, eine extrem große Trockenheit in den letzten Wochen. Immer wieder Temperaturen über 30 Grad. Das hier ist nun die Statistik. Die Daten, die vorliegen, sind immer sehr gut und sind in den letzten Jahren auch immer besser geworden. Und Sie sehen hier die Zeitskala von Januar bis Dezember und dann die blaue Linie. Das ist so ein Durchschnittswert aus den letzten 20 Jahren. Und dieser rote Bereich, das ist das aktuelle Jahr 2023.
Bereits im April lagen die Waldbrandflächen in Europa über dem Durchschnitt. Und hier sehen Sie jetzt auch, dass es so ganz steil nach oben geht, seit der Juli begonnen hat. Also hier die Waldbrandsaison wirklich überdurchschnittlich stark. Rund 200.000 Hektar sind in Europa schon abgebrannt. Das ist etwa die doppelte Fläche des Bundeslandes Berlin. Also hier wirklich sehr, sehr viele große Flächen abgebrannt. Und das hier ist auch eine der Ursachen, die starke Erwärmung des Meerwassers. Also das Meerwasser ist im Vergleich zu den 80er Jahren deutlich wärmer geworden. Sie sehen hier die Daten, 3 bis 5 Grad in der westlichen Mittelmeerregion, im östlichen Mittelmeer aber auch rund 2 Grad wärmer im Vergleich zum Ende der 80er Jahre. Und das trägt dann auch dazu bei, dass es nachts nicht so stark auskühlen kann, dass die Temperaturen auch am Tage dann höher sind im Vergleich zu vor Jahrzehnten. Also hier hat sich doch das Klima sehr, sehr deutlich verändert. Alex, und wenn wir jetzt bedenken, dass wir gerade im Juli sind, der August, der Hochsommermonat, der steht uns noch bevor. Wird es da schlimmer oder ist zumindest in den nächsten Tagen davor noch ein bisschen Abkühlung in Sicht? Also ich habe in den mittelfristigen Vorhersagen für den August mal so ganz einzelne Schauer für die Region, für das östliche Mittelmeer gefunden. Aber weil es ja dann so warm bleibt, verdunstet das bisschen Regen wieder, was dann möglicherweise in den nächsten Tagen oder Wochen mal runterkommt. Die Wetterlage ist weiterhin geprägt durch den hohen Luftdruck, der über dem nördlichen Afrika liegt. Hier jetzt herausgegriffen die Wetterlage für den Samstag. Auch weiterhin noch sehr warme Strömungen, die Italien, aber dann eben auch Griechenland treffen. Hier mal so eine Nordströmung, die aber in keiner Weise eine Abkühlung bringt, wie man es meinen könnte, weil vorher die Luft ja aus Afrika dann über Italien hinweggezogen ist. Also hier noch weiterhin sehr hohe Temperaturen. So ein kleiner Hitzepunkt, den Höhepunkt kann man vielleicht heute ausmachen, maximal 47 Grad. Es geht dann in den nächsten Tagen am östlichen Mittelmeer so ein bisschen nach unten, aber 39 Grad ist immer noch wirklich extrem heiß, durchschnittlich vielleicht so 35 Grad, dann Abkühlung nächste Woche bis auf 36 Grad, aber anschließend sind dann immer mal wieder 40 Grad dabei. Also die Temperaturen werden auf einem sehr hohen Niveau bleiben und die Waldbrandgefahr, die ja im Übrigen sehr häufig auch durch Brandstiftung entstanden ist, oder die Waldbrände sind teilweise durch Brandstiftung entstanden, die werden sicher auch noch im August weiterhin auftreten. Dann werden wir weiter darauf schauen. Mit dir zusammen, Alexander, Dankeschön. Bitteschön.